Was ist? Mir fällt etwas ein. Silenzium, Silenzium, Herr Schneidebart, fällt etwas ein. Mir ist etwas eingefallen. Blume, Blume, Herr Schneidebart, ist etwas eingefallen. Wie wär es, wenn man Herrn Morosus verheiratete? Aber so, dass er meint, dass er verheiratet sei, aber er gar nicht verheiratet wäre. Und dann, wenn er verheiratet ist, das heißt, wenn er meint, verheiratet zu sein, während er gar nicht verheiratet ist, diese Heirat, die gar nicht gültig ist, ungültig zu machen, so dass wir wiederum sein Erbe werden. Verstehst du? Verstehst du das? Verstehst du das? Geduldig, die Großgedanken waren der Menschheit niemals sofort verständlich. Lass mich nur machen, ich habe einen bedeutenden Plan. Ihr könnt notfalls einen Pfarrer glaubhaft darstellen. Einen Pfarrer, 50, 100, einen katholischen, einen lutheranischen, einen protestantischen, alles, was ihr begehrt. Einen Bischof, einen Erzbischof, einen Verhungerten Landpfarrer, einen genug, und ihr einen Notar, einen Papier, einen feurigen, einen mausigen oder demosthenischen, und dann gleichfalls ein dummes, schlichtes Landmädchen, eine Rechte ganz vom Misthaufen her. Und du, eine zierliche, kleine Kokette. Wirklich einen so edlen Kavalier, um Roses zu Diensten zu sein. Und ihr ein rührendes Mädchen voll Anmut und Bescheidenheit. Nein, ihr braucht nicht zu spielen. Ihr seid es ja, ihr müsst es sein, wie ihr seid. Und werdet vortrefflich sein. Nun kostümiert euch, wie ich es euch sage. Tut alles, was ich verlange, und ich müsste mich kuriosest irren, wenn wir nicht Herrn Morosus den Geschmack an der Ehe schleunigst abgewöhnten und euch euer Erbe wieder zubrächten. Wobei ich allerdings auch auf ein Schärflein rechne, denn es wird allerhand Mühe kosten, ihn gründlich einzuseifen und ihm den Schopf seiner Narrheit ein für allemal abzuschneiden.